Leute, seid gegrüßt und ganz herzlich willkommen zu meiner Bewerbung für die Katakomben 2.0. Also erstmal zu mir. Ich bin Dave, habe seit 10 Monaten ungefähr einen YouTube-Kanal, der sich hauptsächlich um Lost Places, Outdoor und das Paranormale dreht. Und ich würde sagen, ich wäre der perfekte Kandidat für die Katakomben, um euch nicht zu lange auf die Folter zu spannen. Meine Bewerbung wird darin bestehen, hier auf einem verlassenen Friedhof irgendwo im Ausland eine Nacht zu verbringen, natürlich allein. Und wir versuchen wieder mit der App hier Kontakt zu Geistern aufzunehmen. Ich denke, wenn ein Ort gut geeignet ist, dann ist es dieser. Also ich habe hier wirklich nur eine Baumarktplane, meine Isomatte obendrauf und meinen Schlafsack. Die würde ich gern hier unten irgendwo zwischen den Grabsteinen an irgendeinen Baum hängen. Und diese, deswegen ist dieses Dreibein dran, die werde ich hier irgendwo bei meinem Lager aufstellen. Ihr könnt ja genau jetzt in diesem Moment mal in die Kommentare schreiben, was ihr von meiner Idee für meine Bewerbung für die Katakomben haltet. Schließlich schlafen wir da unten in den Katakomben mit 5 bis 6 Millionen Toten. Hier auf dem Friedhof hier liegen nicht ganz so viele Tote, aber ich denke, als Übung reicht es auf jeden Fall aus. Hier geht ein Weg direkt zu dieser Kapelle und hier direkt an dem Weg habe ich die große Bildkamera aufgehängt. Die würde dann genau hier runter filmen. Ich habe hier absolut null Empfang. Also ganz ehrlich, das ist eigentlich das, was mich hier ein bisschen am meisten stört. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Hier eine Nacht zu verbringen, schön und gut. Allein ist nochmal eine andere Nummer und dann noch im Ausland ohne Empfang. Ja, mal gucken, wie die Nacht wird. Ich melde mich gleich wieder zur PU. Also Leute, wir haben es mittlerweile stockfinster und ich kann euch sagen, also geheuer ist mir dieser Friedhof auf keinen Fall. Ich schnapp mir jetzt mal meine Kopflampe und das gerade 2 Meter. Wir laufen erstmal den Friedhof so komplett ab mit dem gerade 2 Meter und schauen, ob es irgendwo reagiert. Und dann würde ich direkt noch mit der App nochmal schauen, ob hier irgendjemand kommunizieren will. Puh, Leute, das wird auf jeden Fall eine harte Nummer. Denkt nicht, dass mir das leicht fällt. Ich habe natürlich mein Handy auf Flugmodus. Ich habe ja, wie ich schon gesagt habe, hier eh keinen Empfang. Das K2 Meter zeigte leider keinerlei Reaktion, weshalb wir mal direkt zu dem Part mit der Ghosttube App kommen. Vorsichtig sein. Sofort eine Antwort bekommen. Wahnsinn. Vor was soll ich vorsichtig sein? Ist hier irgendwas, was mir schaden könnte? Also Leute, hier sind wirklich auch so Gräber von Soldaten. Niemand versteht. Niemand versteht. Oh, ich bin gerade voll zusammengezuckt, ey. Niemand versteht was? Ich habe Gänsehaut hoch 10, ey. Das ist mal wieder so ein Moment, wo ich selber so denke, Alter, bist du nicht ganz dicht? Ich weiß jetzt nicht, wo es genau war. Aber hier sind auch einige Gräber. Verheiratet. Oh, Leute, nehmt mir nicht übel. Ich zuck hier jedes Mal zusammen, wenn die App antwortet. Wer ist verheiratet oder mit wem bist du verheiratet? Bist du noch da? Würdest du gern mit mir sprechen? Mein Name ist David. Ich komme nicht mit bösen Absichten. Ich würde nur gern... Verlass mich nicht. Ja, was soll ich darauf sagen? Also diese Nacht verlasse ich dich hoffentlich nicht. Da ist schon wieder das nächste Tier da hinten.
auf der Mauer, was ich sehe. Bist du noch da? Wie ist dein Name? Liegst du hier begraben? Leute, es ist einfach sowas von gruselig hier. Alter Schwede, das wird eine Höllennacht, denke ich. Warum? Was warum? Warum das gruselig ist hier? Weil das ein Friedhof ist. Findest du es nicht gruselig hier? Oh Leute, ey. Ich kann nicht gehen. Wohin kannst du nicht gehen? Ins Licht? Blau. Blau. Wo willst du denn hingehen? Und was meinst du mit Blau? Getötet. Getötet? Leute. Leute, fucking unheimlich. Wer hat dich getötet? Du bist zurück. Ja, ich bin noch hier. Bist du auch hier? Kannst du mir helfen? Na klar kann ich dir helfen. Wie soll ich dir denn helfen? Bei was brauchst du denn Hilfe? Leute, ohne Scheiß. Ich hatte noch nie so direkte Antworten mit dieser App. Das ist ja der helle Wahnsinn. Bist du noch da? Wie soll ich dir denn helfen? Kommst du nicht weg hier von diesem Ort? Also Leute, ich bekomme jetzt keine Antwort mehr. Das war wirklich fucking gruselig. Das mit dem getötet und mit dem ich komme hier nicht weg, das hatte ich so noch nie. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper und hoffe, dass ich dann vernünftig schlafen kann. Und ich dachte, es wäre eine gute Idee, eine PU zu machen für die Atmosphäre. Ich werde mal gucken, ob ich überhaupt ein Auge zumache, wenn zwischendrin irgendwas ist. Da melde ich mich. Ansonsten würde ich sagen, Leute, gute Nacht euch und mir und bis morgen früh. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Also die Nacht ist überstanden. Wir haben es 5.21 Uhr. Also die Nacht war ja nicht so geil, muss ich sagen. Es ging vom Schlafen her. Ich war immer wieder wach, weil ich permanent gedacht habe, dass mir hier hinten unter meine Baumarktplane irgendwas drunter krabbeln will. Das hat immer wieder geraschelt. Und ich hatte einen Traum gehabt, durch den ich aufgewacht bin, dass mich irgendjemand im Gesicht berührt hat. Das war also meine Challenge, Leute. Eine Nacht auf einem verlassenen Friedhof für die Bewerbung für die Katakomben 2.0. Mich würde es freuen, natürlich, wenn ich mit in die Katakomben dürfte, mit dieser ganzen verrückten Truppe da. Ich würde es aber natürlich auch jeden anderen Bewerber gönnen, die Chance zu kriegen. Ich hoffe, dir, Leon und Taku und der ganzen anderen Katakomben-Crew gefällt meine Videoidee. Und ja, dass euch das verrückt genug war. Ansonsten würde ich mal sagen, Leute, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.